Jede Zelle im Körper ist auf Gesundheit programmiert. Warum aber sollte sie eine Krankheit verursachen? Das Problem wird von innen heraus erzeugt. Um Zugang dazu zu finden, müssen also viele Schritte unternommen werden. Die Krankheiten des Menschen lassen sich in zwei Arten unterteilen. Es gibt infektiöse Krankheiten und chronische Krankheiten. Infektionskrankheiten widerfahren dem Körper, weil ein externer Organismus in das System eindringt und bestimmte Probleme verursacht, die mit Medikamenten behandelt werden müssen. Aber chronische Krankheiten bedeuten, dass unser eigener Körper das Problem erzeugt. Die Krankheit wird im System selbst hergestellt. Es ist allgemein bekannt, dass jede Zelle im Körper auf Gesundheit programmiert ist. Warum sollte sie eine Krankheit verursachen? Etwas sehr Grundlegendes ist aus dem Gleichgewicht geraten. Oder es gibt ein gewisses Maß an Missverständnis innerhalb des Systems selbst, das statt Gesundheit Krankheit erzeugt. Und wir können dieses Missverständnis auf so viele verschiedene Arten bebrüten. Wenn ich von Missverständnis spreche, meine ich nicht Missverständnis oder Verständnis deines Verstandes. Auf der zellulären Ebene, auf der elementaren Ebene gibt es ein Missverständnis. Diese Dinge können also verändert werden, indem man einfach ein gewisses Gleichgewicht im System herstellt, eine bestimmte Ebene innerer Energie aktiviert und auf die innerste Dimension dessen zugreift, was man ist, die der eigentliche Hersteller des Körpers ist. Der eigentliche Hersteller dieses Körpers ist in dir. Wenn das so ist, solltest du dann, wenn eine Reparatur in diesem Körper zu machen ist, zum Hersteller oder zum örtlichen Mechaniker gehen. Da das Problem von innen heraus erzeugt wird, ist es sehr wichtig, dass eine innere Lösung dafür gefunden wird. Beim Inner Engineering Prozess geht es genau darum, dass wir Zugang zu dieser tiefsten Dimension von Intelligenz und Kompetenz in uns selbst finden, die in der Lage ist, diesen Körper zu erzeugen, diesen Körper zu erschaffen. Aus welcher Art von Material? Wenn du ein Stück Brot isst, verwandelt es sich innerhalb weniger Stunden in ein menschliches System. Es gibt also diese Dimension von Intelligenz und Kompetenz hier drin. Wenn man nur Zugang dazu fände, ist Gesundheit nicht einmal etwas, mit dem man kämpfen muss. Um Zugang dazu zu finden, müssen also viele Schritte unternommen werden. Der einfachste Schritt, den man tun muss, ist, dass man zunächst einmal offen für die Möglichkeit wird. Zu denken und zu verstehen, dass es für alle Probleme, die ich habe, eine äußere Ursache und eine äußere Lösung gibt, ist eine sehr törichte Art, an den ganzen Prozess heranzugehen. Krankheiten, chronische Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Asthma, Allergien, Fettleibigkeit, Essstörungen und viele andere, die im Wesentlichen von innen heraus erzeugt werden, all diese Dinge können von innen heraus bezwungen werden, wenn wir nur gewillt sind, der innersten Dimension dessen, was wir sind, ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit zu schenken. Inner Engineering ist ein kraftvoller Prozess, bei dem man sich dem inneren Kern dessen, was man ist, auf wissenschaftliche Weise nähert. Und dies ist definitiv ein Weg, ein heilsames Leben zu schaffen.